Unsere Oma hatte beides, ne? Was hatte Oma die? eigentlich auch, ne? Was hatten die? Oma hatte auf jeden Fall auch die Reichswährung. Oma auch, ne? Ja, Also müssten sie Oma, eigentlich kennen. Ja, ich ne? weiß schon, wenn du meinst. Oma und Opa nicht, die sind nach dem Krieg. Ja. Die müssen noch die ganz alte Währung mitgemacht haben. Wobei auch nur kurz, ne? Also. Oma nicht. Ja. Mein Gott. Längste Zeit war aber D-Mark bei beiden. Ja. Von daher. Es geht so schön schnell, ne? Mit dem ja. Abarbeiten hier. Dadurch, dass wir auch fleißige Helfer haben, ne? Ja, nicht leider, so wie Leon. Leider nicht so wie Leon, ja. Du musst da auch was wegmachen. Guck mal, da musst du fahren. Du fährst hier, nimmst da nur so eine Minilinie weg. Mach das mal anständig jetzt hier. Ja, jetzt lass mich doch mal hier weg. Ja, ich fahr doch. Mein Gott. Du machst halt heute aber auch mutzebucklig hier. Ja, jetzt mache ich die kleine Linie so weiter. Ja, toll. Damit eine einheitlich ist. Einheitlich scheiße ist, ne? Ja. Ja. Der guckt sich auch schon hier doof aus der Wäsche, was wir hier fabrizieren. Alter, jetzt geht er mit dem scheiß Ding hier weg. Boah, wie nimmst du die Kurve? Ich konnte gerade nicht anders die du Kurve bist nehmen. Du bist besoffen! Nein, ich konnte die nicht anders nehmen. Weil der Gruppe im Weg stand. Guck dir das an, du nimmst nur die Hälfte weg. Du hast noch eine andere Hälfte deiner Mähdreschermaschine da. Ja, die wird jetzt benutzt, guck. Ja, super. Guck mal, der holt immer weiter auf, weil du so kacke hier fährst. Der soll jetzt mal Vorrang machen, das ist dann mir schon wieder im Weg. Müsst ihr gleich mal aus Mia Smarta ein paar Stimulanten mitbringen, damit du hier mal ein bisschen schneller machst. Ich habe aber eine ganz witzige Heute-Nachricht gefunden. Ja? Ja. Ich glaube, die hast du entweder überlesen oder du hast dir gedacht, ach komm, die lasse ich ihm. Ja, quetsche ich noch dazwischen, du Spinner. Und zwar, 1990 wurde von der Weltgesundheitsorganisation, also der WHO, der UNO, also die Weltgesundheitsorganisation der UNO, 1990 wurde die Homosexualität aus dem Diagnoseschlüssel der Krankheiten gestrichen. Ja, das habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Ich hatte noch was anderes Witziges gesehen. Aber mir fällt es gerade leider nicht ein. Ja, vielleicht finde ich das ja noch. Auf jeden Fall, das heißt ja, dass bis 1990, um genau zu sein, bis zum 17. Mai 1990, Homosexualität als Krankheit galt. Auch nicht schlecht. Ihr seid doch alle krank, ihr Schwulen. Jetzt haben wir es auch hier per Gesetz. Schwule sind krank. Ja. Also ich würde mir ja sehr ungern was in den Popo schieben lassen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Warum sagst du denn jetzt ja? Ja, weil ich stelle mir das eklig vor. Bester brauner Stift. Ich bring das eben weg. Ja, mach das. Ja, mit so einem braunen Stift kann man am besten malen, weißt du? Nee, würde mir glaube ich auch nicht so gefallen. Ich kann das auch nicht sehen, ne? Ich war ungewollt, ne? Mein damaliger Freund und ich, wir wollten lecker essen gehen, ne? Schön. Ja, gehen raus. War jetzt nicht Köln, sondern eine andere Stadt. Und, weil Köln ist ja berüchtigt dafür. Für Christopher Street Day.
Oh, und da war an dem Tag Christopher Street Day, ne? Bah! Wenn ich mal ein schwules Pärchen sehe, okay. Aber nur, Herr Christus, kotzen. Das ja, also war eklig. Ich habe auch nichts gegen Schwule, aber ich kann halt echt nicht sehen, wenn sich da Jungs ablecken. Ja, das geht gar nicht. Da krüsseln sich bei mir schon die Zehennägel hoch. Also, wenn man mal so ein schwules Pärchen sieht oder ein lesbisches... Okay, Lesben kann ich noch weniger sehen als Schwule. Aber, boah, nee, da kräuselt sich bei mir dann alles, wo ich das gesehen habe. Ja. Und was ich mal gesehen habe, ist, der hat ein schwules Pärchen geheiratet. Und es gibt ja einen männlichen Part und einen weiblichen Part, ne? Und der, den weiblichen Part da in diesen schwulen Beziehungen da ist, der hatte wirklich ein Hochzeitskleid angehabt. So wie Olivia Jones. Ne? Ja, wobei Olivia Jones ist ja eine Transe. Naja. Na? Aber der hatte ein Brautkleid an. Wenn es ihm gefällt. Ich hab gedacht, ich sehe nicht richtig. Oh, jetzt habe ich gerade auf meinen Laptop geguckt und fahre voll vor den Baum. Dem einzigen übrigens, der hier so in der Nähe steht. Ich brauch dich aber. Ich, ja, ich bin hier auf dem Weg. 80%. Ich muss hier nur noch mal gucken, dass die Jungs das hier auch anständig machen. Ja, jetzt komm. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 und stopp. Ja, Mann, nervt mich doch nicht. Ich habe halt gedacht, ich hätte was Highspeed-mäßiges gekauft. Ich dünge das dann mal eben, ne? Ja, mach das. Ich glaube, das hier ist jetzt Gerste, ne? Ich guck gleich mal. Mit den ganzen Halmen da dran. Ja, das ist Gerste. Müsste da als nächstes Raps dran kommen, ne? Darf man noch nicht vergessen, umzustellen dann, ja, ne? Wegen dem Helfer. Ja. Nein. Ich finde, die Kamera stellt sich immer viel zu nah ran, ey. Ich muss jedes Mal aufs Neue ändern. Gott, ey. Das ist echt krass, ne? Nach 3 Bahnen bist du, oder 2,5 Bahnen bist du voll, ne? Bei dem anderen haben wir gerade mal 5.000 übers Gesamte hingekriegt, ne? Mhm. Ja, ich habe das jetzt nicht so ganz so schön hier gemacht, ne? Idiot, hab den ja andersrum gepackt. So.
Hast du selbst jetzt gelehrt? Ja. Volle Fahrt voraus. Ich weiß, dass ich zu schnell fahre. Mann, warum muss ich denn jetzt hier jedes Mal rausscrollen, ey? Also wenn man so schräg drauf guckt, sieht das ja ganz schön aus. Aber wenn man von oben aufs Feld drauf guckt, denkst du dir eher, dass das mehr aussieht wie Scheiße. Ist so. Boah, die Preise sehen nicht so toll aus, wa? Nee, warten wir wieder auf so ein gutes Angebot, ne? Ja. Oh, ich stehe auf der falschen Seite. Das ist ein Idiot, ey. Bei dir muss ich halt immer so weit ausholen. Aber es wundert mich echt, ne, dass das 1990 erst war. Ich dachte, das wäre schon eher gewesen. War nicht irgendwie so in den 80ern die große Schwulenbewegung und so? Nee. Oder in den 70ern? Wenn du mal überlegst, in Amerika ist das immer noch verboten, ne? Ja, die Hochzeit ist verboten in Amerika. Mm. Ja, aber nicht das Zusammenleben von zwei Gleichgeschlechtlichen. Ey, du nimmst die Kurven, ne? Echt wie ein Haufen Kacke. Ja, jetzt fahr! Ja, ich brauch halt meine Zeit. Wenn du anständig die Kurven fahren würdest, wäre das alles kein Thema. Ich brauche halt Platz. Ja. Mit meinem Rohr. Fährst Monster Truck, ne? Ja, klar. Ja, ja. Bin ich mal gespannt, wann dieses Jahr wieder die Show ist. Hast du letztes Jahr auch gesehen? Hier die, bei uns am Parkplatz? Ah. Ne, die habe ich aber mal gesehen. Die sind ja jedes Jahr hier. Mhm. Ich bin mal gespannt, wann die dieses Jahr hier sind. Ey, was ist das denn da? Da sind ja Stüppel. Was soll der Mist denn? Ey, lerne das Kurvenfahren mit dem Ferrari. Ich hab die jetzt schon klein genommen, die Kurve. Mm. Ja, nicht mm. Guck mal, wo hier die Linie ist. Ja eben, guck mal, wo die Linie ist und guck mal, wo du wieder gelandet wärst. Guck mal, wo die Linie ist, sagt ja. Ja, ja. Ich hab die diesmal wirklich eng genommen. Ja. Mir machst du nichts vor. Doch. Pass auf, ich nehme die Kurve jetzt ganz weit für dich.
So. Jetzt kann ich dir nicht im Weg stehen. Guck mal, wie toll das klappt. Ja. Und das gleiche wird da hinten auch. Einmal bei dem Berg. Bei dem Erntedingen, da hast du es da richtig eingestellt. Ja, ja. Nicht, dass der jetzt... Zumal du aber das Erntedingen bist. Nee. Doch, ich meinte zum Säen. guck, wo deine Spur ist und guck, wie du die Kurve nimmst. Guck, wie du die Kurve nimmst. Ja, weil du mir gerade im Weg standst. Ja, 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 ich stand dir wieder. Ja, Videobeweis. Ja, ich guck mir das wirklich im Video an. Du nimmst die Kurve einfach nur mega schrecklich. Ja, du standst mir gerade im Weg. Ich bin extra auf der anderen Seite gewesen. Nee. Wie soll ich dir da im Weg gestanden haben? Du standst mir mitten im Weg. Ich bin auf der anderen Anhänger. Ich bin einmal vor dich hergefahren und einmal auf der anderen Seite die Kurve. Wie kann ich dir denn da mit dem Weg stehen? Du standst gerade mir voll im Weg. Ich zeig dir das im Video. Ja, da zeige ich dir aber auch. Ja. Ich bin so gefahren, pass auf. Ich bin ja, so und so standst du mir jetzt im Weg. Nee. Ja, guck doch. Ja, jetzt. Ja, so war das da hinten aber auch. Nee, so war das eigentlich nicht. Das war ganz anders. Nee. Ich konnte dir das nur nicht so zeigen, wie ich es dir zeigen wollte, weil du zu schnell da warst. Guck, wie du die Kurve wieder. Ja, jetzt musste ich dich doch so nehmen. Ich habe halt keine Servolenkung, Manu.